Herzlich willkommen zur 229. Folge des Space Exploration. Felix, hallo. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Tschüss, Zug. Wir haben natürlich jetzt auch eine relativ große Menge an Treibstoff, ne? Durch diese vier Raffinerien, die wir da einfach nur hingestellt haben, um unser Inventar einfach mal von Holz zu befreien. Richtig. Die mittlerweile schon komplett voll sind. Das wird übrigens später dann auch richtig witzig, wenn wir uns mal überlegen sollten, so einen Block auszubauen, ne? Also das Innenleben. Wenn wir jetzt alleine schon streckenweise so viel für das ganze Zeug da brauchen, dann wird das richtig witzig. Alter. Achtung, Zug auf Heißfahrt. Naja, ich habe mich gerade nur gewundert, dass hier mitten drin einfach mal alles voll ist mit Bäumen. Erstmal das Auto leer räumen. Die sind aber voll bis oben hin, oder nicht? Zumindest vom Ausgang. Ja. Und jetzt auch vom Eingang. Vom Eingang war es schon vorher voll. Dann machen wir halt unsere standardmäßige Taktik, ne? Ach so, ich dachte, jetzt kommt die standardmäßige Taktik, aka wir setzen jetzt Kisten. Ja, ich dachte, jetzt kommt eigentlich noch mehr Kraftstoffraffinerien oder so. Die habe ich nicht. Leider. Mehr als. Ich weiß ja auch nicht, wie viel da noch fehlen jetzt mittlerweile, das ist der Wahnsinn. Oh, hallo Herr Erzföderer, du bist der gelaufen. Ich nehme dich gleich mal mit. Aber ich muss sagen, das sieht gar nicht so schlecht aus eigentlich. Mit was? Wie wir mit den Schienen vorankommen, obwohl wir so einen verhältnismäßig miserablen Planeten haben. Oh, ich finde den Planeten nicht miserabel, aber. Naja, wenn man sich so gewisse Strecken anguckt, ist es schon sehr ambitioniert gedacht. Na, ist halt ekelhaft, ja, das ist richtig. Oh, wie schön, in 50 Minuten ist dann doch mal auch endlich das Zeug durch. Die ganzen roten Flaschenforschung erstmal. Was fehlt? Kupfer. Muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen Inventarplatz, ey, das wäre echt.
Dir ist schon aufgefallen, dass wir die ganze Zeit permanent noch Inventarplatz dazu bekommen. Ja, aber... Nicht ausreichend, schon klar, aber ja. Wir müssen halt nur irgendjemanden, irgendjemanden haben, der mal ab und zu dann hier das Zeug mal ein bisschen nachlegt, ne? Ich habe schon relativ viel nachgelegt, dass ich überhaupt noch in die Kiste das Zeug reinbekommen habe, ja. Okay. Holz wird man nämlich relativ schnell los eigentlich. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich muss aber ehrlich sagen, es sind gar nicht so viele Nester noch im Weg, die stören würden. So, das einzig große Problem wird dann da hinten raus, dass da 4 so Riesennester drumherum stehen. Aber ansonsten ist das alles eigentlich machbar, da hinten hinzukommen. Aber kostet halt dann locker nochmal 15.000 Lentil, ne? Alleine nochmal das da voll machen und dann kommt da das Stück noch. Aber es sollte machbar sein. Es wird auch machbar, auch ist ja relativ zeitnah machbar. Ich denke mal 31, 32 könnten wir sogar schon fast da sein. Ja, die Frage ist halt bloß, ob man nicht vorher Kernerz macht, wobei es halt stromintensiv wie sonst was, ne? Aber die Option dazu hätten wir theoretisch gesehen schon. Weil die Maschinen dafür haben wir. Kostet okay. Ja auch nur 100 Stahlträger, 200 grüne Schaltkreise, 400 Beton und 40 elektrische Erzförderer. Aber ich muss persönlich gesehen sagen, Kernerz ist eigentlich immer das Beste, was man haben kann. Ja. Vor allem, du bekommst unbegrenzt Ressourcen raus, wenn du es richtig anstellst. Eisen, Kupfer, die haben aber das, was du rausbekommen, ist auch geändert, oder? Du hast doch sonst nie so viel rausbekommen, gefühlt. Was? Wie sowas bekommst du jetzt raus? 8 Eisen, 8 Kupfer, 4 Kohle, 8 Stein, 8% Uran, 16 Öl, 16 Wasser und dann halt dieses Pyroflux, was jetzt halt die Kryonit-Dinger da. Nicht Kryonit, nee, die. Es ist Pyroflux hinzugekommen. Naja, das hat aber dafür Vulkanitblöcke ersetzt oder Vulkaniterz. Das andere hört sich alles relativ gleich an. Die Frage ist dann bloß, ob man das Pyroflux, vermutlich macht man damit dann erstmal mit Wasser in Kombination Dampf und verheizt das. Und da kriege ich nur noch Stein, Eisenerz und Kupfer raus. Weil aktuell können wir, glaube ich, damit noch nichts anderes machen. Die Stahl, nicht die Stahl, die Kohle und Holzkiste ist jetzt leer.
Ich habe es eben einmal schon mal relativ leer gemacht. Ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Richtig. Aber jetzt. Lass mich kurz überlegen. Absoluter Wahnsinn. Findest du? Ja, irgendwie schon. Jetzt vorhin schon auf uns entschieden. Habe aber knapp verfehlt. Oi, vielen Dank für dein Abo. Im 20. Alter, im 20. Monat. Verrückt. Eine automatische Produktion für Greifarm hatten wir auch schon irgendwo gehabt, ne? Indirekt, ja. Wir haben die für die grünen Flaschen, aber sonst nein. Die reichen ja. Vor allem solange die nicht arbeiten, dadurch, dass die roten Flaschen aktuell nur forschen, ja. Wenn ich mit 30 Kiste ansetze, dann rastet es so aus, glaube ich. Nö, kannst du so lange, wir sind nicht beforschen, mit grünen Flaschen von mir aus machen. Will ich ja nicht. Wir sind in Leo. Da. Wo sind denn die Fließbänder hin?
Das kann noch ein ganz schön langes Unterfangen werden hier. Traurige ist, dass unsere Schienenstrecke exakt über das Ölfeld rüber geht. Ja. Werden die geplant? Du. Nein. Du hast exakt gesagt, ich soll das da anfangen. Ich hab nur der Anweisung gefolgt. Ich habe gesagt, da sollst du anfangen. Ne? Hab ich das gesagt? Ne, du hast gesagt, ein Block über dem Wasser. Ja, hätte sich der Mann daran gehalten, dann wären das jetzt 25 Blöcke weiter unten und dementsprechend würde das Ding... Und 37 Tonnen Landfill mehr, ja. Kannst du mir 200 Knickarme leihen? Blaue. Ich habe wortwörtlich einen gelben, zwei rote und drei blaue im Inventar, also eher schlecht. Dann warten wir mal. Boah, Steine. Was ist das denn? Keine Steine. Ich muss mich mal so langsam an mein Inventar hier leer craften. Kannst du mal da kurz stehen bleiben? Hallo! Der läuft einfach weiter! Ja, ich brauche aber noch 10 Minuten, bis ich dich überfahre. Jetzt geht er wieder zurück, hopp! Noch bin ich nicht auf der letzten Geraden. Die Eisenkiste ist der. Ungünstig. Und die Betonkiste ist leer. Wird immer besser. Die war mal voll. Ich habe daraus nichts genommen, also kannst du dich schön auf die eigenen Stirn schreiben. Stahlträger waren auch mal voll. Davon habe ich mir auch keine genommen. Ich auch nicht. Na dann. Da war das wohl unser dritter Spieler. Das jetzt fertig ist. Was hast denn du für Dings? Für Dings? Kreuzungen. Kreuzungen, dass alle Signale stehen und das sind ganz tolle Kreuzungen. Wo man nicht umdrehen kann. Richtig. Okay. Ist auch besser als so ein Normalfall. Dann kann sich nämlich kein Zug denken, ich park mal kurz die ganze Kreuzung zu, weil ich nicht wieder rauskomme. Wo hast du jetzt meinen Zug hingeschickt? Ich wollte eigentlich mal das Ding umdrehen lassen, aber kann man ja nicht umdrehen lassen. Wobei du da vermutlich relativ einfach sogar in ein Wendeding reinbauen könntest.
sollte man das heile machen. Habe ich schon mal erwähnt, dass das Blaupausensetzen von Schienen das Schlimmste ist, was Factorio je gemacht hat? Sobald du Shift drückst, machen die Schienen alles, aber nicht das, was sie vorher angezeigt haben. Ist auch immer sehr, sehr toll. Bräuchte ich eventuell Untergrundbänder, die ich aber leider nicht habe, und meine Crafting-Leiste sagt, bin dann mal fertig, so ungefähr Folge 234. Tragisch, es tut mir auch sehr leid für dich. Nicht. Ich habe mal so eine blöde Frage, ne? Ja. Warum fährst du mich gerade fast tot? Weil du auf dem Parkplatz stehst. Na dann. Hast du jetzt versucht, das auszurechnen, wie viele Montagemaschinen du brauchst, oder was sollte das werden? Nö, einfach nur hingeklatscht. Ist jetzt ja nicht so, dass du alleine an unsere Anlage da oben merken müsste, dass eine Montagemaschine mehr als ausreicht, aber okay. Da kommt noch viel mehr hin. Selbst mit blauen Fließbändern, wenn da genug Greifarme dran stehen, sollte das kein Problem sein, die ganze Fließband wegzufressen. Shittings. Aber schön, dass das Eisenerz gut verteilt Stein zwischendrin liegen hat. Ja, war noch ein Ding drin. Kommt also raus. So, der erste Erz für dabei, jetzt ist der erste übrigens schon leer, ne? Ich hab noch nicht mehr angefangen. Ja, deshalb ja. Der ist aber trotzdem schon leer. Zu gut. Die haben aber auch schon mehr gemeinert, da sind ja schon 5 Fließbänder hinten dran. So, super, dann kriegst du wenigstens die restlichen Eisenerzförderer, die da noch fehlen, drauf. Kannst du ein paar blaue Greifarme bauen? Bestimmt. Nur 10, 15 Stück oder 20 oder 30 oder sowas, ich kann sowas in die Richtung. Meine dauern noch ein bisschen. Die kommen jetzt nach den 150 Hertz wieder ran. Könnte ich so eine Meteoriten mal präferiert in Bellinesser reinfliegen? Ich würde persönlich gesehen behaupten, die machen keinen Schaden auf die. Okay. Dass ich so viel Kupfer noch im Inventar habe. Gut, dass ich noch so viele grüne Schaltkreise im Inventar habe.
Also die ersten 13 Greifarme werden fertig. Okay. Meine ersten 50 Erzföderer sind auch fertig. Ich habe auch Dann noch gucken wir zwei. nochmal. Du kannst ja auch die 46 befeuerten Erzförderer, die ich noch habe, nehmen, ne? Dann kannst du die hochcraften. Ja, die sind aber schon im Dings und wenn ich das jetzt mache, aber ich nehme die trotzdem mit. Das nehme ich mit und das nehme ich mit. Das ist noch was Schönes hier. Die Pistolen kannst du auch haben, die sind sehr gut. Nee. Ich hätte gerade noch überlegt, ob ich meine Pistole dazu schmeiße. Ja, mach doch. Ob ich jetzt zwei oder drei im Inventar habe, macht jetzt auch nicht mehr den Braten fett. Aber warum hast du nur noch eine neue Pistole? Dann bist denn du verreckt? Ich hab keine neue Pistole. Na dann. Es kommen in 50 grünen Schaltkreisen noch 50 blaue Greifarme. So lange kann ich nicht warten. Sind nur noch 25 grüne Schaltkreise. Tschüss. Ich kann wirklich so lange nicht so lange warten. Du meinst, weil wir schon am Ende der Folge angekommen sind, oder warum? Ja, aber sonst genau, dann fängst du mich gleich wieder an rumzujammern und dann gehört das nichts. So. Was denn jetzt schon wieder? Ach so. Jetzt habe ich keine Eisenplatten mehr. Also langsam ist hier auch echt die Kacke am Dampfen, ey. Ja, ich habe nicht noch was vergessen. Typisch. Unter Umständen wollte ich noch. Na, ich muss eh noch zurückkommen. Was fehlt denn da? Macht das einen Eisenplatten? Okay. Du bist hackt hier, Alter. Was soll denn das? Schlimm, ne? Verquarft oder verbaut einfach meine bestellten Greifarme. Das glaube ich einfach nicht hier. Du hast gesagt, du brauchst die nicht mehr. Doch, ich brauche die noch. Ich muss nur mal kurz vorher was anderes machen. Gut, aber würde ich sagen, auf unseren. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.